2020 neigt sich dem Ende zu und somit dem Ende der PS4 und Xbox One. Da darf man schon ein wenig wehmütig werden. Auch das Spieleangebot im September zeigt sich abgesehen von Marvel's Avengers von seiner nostalgischen Seite. Im Adventure-Spiel Ari and the Secret of Seasons hat eine mysteriöse höhere Macht die Jahreszeiten im Lande Valdi verschoben. So zieht die Protagonistin Ari los, um den Ursprung dieses Chaos zu ergründen. Der besondere Gameplay-Kniff? Ari hat die Kraft, sich zwischen den verschiedenen Jahreszeiten zu bewegen. Durch kleine Sphären, die als eigene Ökosysteme fungieren, kann sie die Welt nach ihren Wünschen anpassen. Fans von Zelda und Avatar The Last Airbender dürften sich schnell in Ari and the Secret of Seasons verlieben. Crusader Kings 3 soll von Anfang an alles richtig machen und beliebte Inhalte, die der zweite Teil erst via Erweiterungen bekommen hatte, sofort bieten. Daher wird das Mittelalter-Strategiespiel mit diesmal ausgeprägteren Rollenspielelementen die Völker der Nomaden, Wikinger und Moslems enthalten. Aber es gibt auch Neues. Ausgebaut wurden die Freiheiten, die ihr beim Aufbau eurer Dynastie habt. Charaktere werden in Crusader Kings 3 erstmals in 3D dargestellt und das Interface deutlich entschlackt, um die Zugänglichkeit für Neueinsteiger zu verbessern. Die düstere Dieselpunk-Welt des Echtzeitstrategiespiels Iron Harvest erweckt eine alternative Geschichte nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum Leben. Zwischen den ausgemergelten Nationen brodeln noch immer kleinere Konflikte, die mit Hilfe von Mechs ausgefochten werden. Die Kampagne voller tiefgründiger Charaktere soll euren moralischen Kompass immer wieder auf die Probe stellen und euch mit Konsequenzen konfrontieren, die an die Nieren gehen. Strategiefans erwartet mit Iron Harvest anspruchsvolle Kunst, verpackt in ein Antikriegsspiel, das sicher nicht leicht zu verdauen, aber gerade deswegen spannend sein könnte. Nur eine Woche nach der ersten Episode erzählen die Life is Strange-Macher von Don't Nod die Geschichte von Tell Me Why Ford. Im Fokus steht dabei die Selbstfindung des eben erst wieder vereinten Zwillingspaars Tyler und Allison. Eine besondere Rolle spielt neben der innigen Bindung der Geschwister vor allem Tylers Leben als Transgendermann. Ursprünglich war geplant, sämtliche Episoden von Tell Me Why auf einmal zu veröffentlichen. Schließlich hat sich Dontnod aber doch für einen aufgeteilten Release entschieden. Immerhin fällt die Wartezeit sehr viel kürzer aus als bei Life is Strange 2. Nur eine weitere Woche müsst ihr warten, um das Finale zu erleben. Kapitel 3 erscheint nämlich bereits am 10. September. Nach 9 Jahren meldet sich erstmals die Rallye Japan in WRC 9 zurück und schließt sich damit den bereits vorgestellten Rallyes von Neuseeland und Kenia an. Damit stellt sich Nakon sichere Piloten mit den Berg- und Waldstrecken der Präfekturen Gifu und Aichi auf die Probe. Daneben sind über 50 offizielle Teams und mehr als 50 Bonusfahrzeuge aus der Geschichte der World Rally Championship enthalten. Innerhalb der Reihe zeichnet sich ein zunehmend positiver Wertungstrend ab, der mit Teil 8 seinen bisherigen Höhepunkt gefunden hat. Mal sehen, ob WRC 9 die eigene Messlatte noch einmal übertreffen kann. Nach der großen Verschiebung im Frühjahr ist Square Enix endlich bereit, die Avengers fallen zu lassen. Denn statt mit Bewunderung begegnen die Menschen den Superhelden nur noch mit Verachtung. Grund dafür ist ein verheerender Unfall 5 Jahre vor Einsetzen der Handlung, für den die Avengers zu Unrecht verantwortlich gemacht werden. Als eine neue Bedrohung über die Welt hereinbricht, müsst ihr euch als Held eurer Wahl mit euren Freunden zusammentun, um das Übel mit ihren einzigartigen Movesets abzuwehren. Bekannte Gesichter wie Hulk, Black Widow und Thor sind bereits zum Start dabei. Weitere Charaktere sollen im Laufe der Zeit folgen. Wie in jedem Jahr werden auch 2020 wieder die Basketballschuhe geschnürt. Neu auf dem Platz in NBA 2K21 sind neben überarbeiteter Grafik unter anderem neue Moves, die sich sehr viel leichter aneinander reihen lassen können sollen. Ob der diesjährige Ableger einen Korb bei euch landet, könnt ihr vorab dank einer kostenlosen Demo-Version testen. NBA 2K21 ist bereits für den Umstieg auf die Next-Gen-Konsolen gewappnet. So könnt ihr eure MyTeam-Punkte, Tokens, Karten und Fortschritte übertragen. Allerdings gibt's einen Haken. Kostenlos wird das Upgrade nicht sein. Wer auf beiden Plattformen spielen möchte, muss auf die kostspielige Mamba Forever Edition ausweichen, die Käufern den Doppelzugang gewährt. Nach ihrer goldenen Ära mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 hat die Skateboarding-Simulation einige schmerzhafte Stürze hingelegt. Zeit also, eine Kehrtwende Richtung Vergangenheit einzuschlagen und den Fans das zu geben, wonach sie lechzen. Remakes der ersten beiden Teile. Nun könnt ihr in zeitgemäßer Grafik grinden und neben bekannten Tricks auch viele Stunt-Einlagen aus späteren Teilen vollführen, um möglichst hohe Punktzahlen zu erzielen. Die Steuerung wurde ebenfalls an heutige Standards angepasst. Alles beim Alten heißt es hingegen beim legendären Soundtrack. Fast sämtliche Songs haben es auch in die Neuauflage geschafft. Der Create a Park-Modus ist selbstverständlich mit an Bord. 8 Jahre nach dem Original bringt THQ Nordic mit Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning einen weiteren fast vergessenen Titel in 4K zurück. Das Action-Rollenspiel mit einer ordentlichen Prise Hack and Slay stammt ursprünglich aus der Feder des Bestseller-Fantasy-Autors R.A. Salvatore, des Spawn-Erfinders Todd McFarlane und Ken Rolston, dem Kopf hinter The Elder Scrolls IV Oblivion.
reichlich Prominenz, die dem Titel damals zu guten Wertungen, aber keinen allzu großen finanziellen Erfolg verhalf. Vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf. Wer nach dem Abspann noch nicht genug hat, wird 2021 mit einer völlig neueren Erweiterung namens Fatesworn versorgt. Nach Mordheim City of the Damned ist Necromunda Underhive das zweite Spiel von Rogue Factor. Die Adaption des gleichnamigen Tabletops von Games Workshop aus dem Warhammer 40k-Universum ist ein schnelles Taktikspiel, das Echtzeit- und rundenbasierte Elemente vermischt. Dabei bekämpfen sich die rivalisierenden Clans der Orlok, Goliath und Escher aus der Vogelperspektive in einem dreckigen Untergrund, den sogenannten Hive Cities. Euch erwarten neben einer endlosen Kampagne PvE sowie PvP-Scharmützel. Was will man mehr? The Suicide of Rachel Foster erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die an den Heimatort ihrer Kindheit zurückkehrt. Von einem Schneesturm in einem Hotel eingeschlossen, erkundet ihr das verlassene Gemäuer und deckt so nach und nach die schaurigen Umstände und den mysteriösen Tod der Rachel aus dem Titel auf. Dabei kommen auch Geheimnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Tageslicht. Ein unheimlicher Mix aus Shining und Firewatch, der schon seit einer Weile für PC, aber jetzt auch für Konsolen zu haben ist. Vor Jahren angekündigt, krabbeln die kämpfenden Krustentiere von Fight Crab endlich auf die Switch. Ausgestattet mit Katanas, Nunchucks, Flugzeugturbinen und Schusswaffen kloppt ihr euch in diesem meeresfruchtigen Fighter, bis das Exoskelett kracht. Bei aller Absurdität spielt die bodenständige Physik immerhin eine untergeordnete Rolle im Gerangel der Garnelen. Für entsprechenden Widerspielwert sollen freischaltbare Waffen und Krabben sorgen, um euch nicht nur im Kampf gegen Bosse, sondern auch gegen Freunde den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Lange mussten Fans des Roguelike-Plattformers Spelunky 2 überhaupt auf einen konkreten Release-Termin warten, nachdem es bereits 2017 angekündigt wurde. Am 15. September hat das Warten endlich ein Ende. Während der Titel der Multiplayer-Tradition seines Vorgängers mit Koop- und Versus-Modi mit Online-Support treu bleibt, hat sich im Abenteuermodus einiges geändert. So wurde der Todeskampfmodus in eine Arena verwandelt. Völlig neu ist der kompetitive Modus Hold the Idol. Eine PC-Version soll bald darauf folgen. Wenige dürfte es wundern, dass nach dem letzten Teil 2020 erstmal keine neue WWE 2K-Simulation den Ring betritt. Ganz ohne neues Wrestling-Spiel scheint es aber doch nicht zu gehen. Der Ersatz? WWE 2K Battlegrounds. Das mehr auf Spaß denn auf Authentizität setzende Spin-Off tritt in die Fußstapfen von NBA 2K Battlegrounds. Folglich geht es weniger ernst zur Sache. Alligatoren, die nur darauf warten, sich einen geworfenen Wrestler zu schnappen, herumgeschleuderte Autos, ihr merkt schon, wohin das führt. Dass dies ein echter Ersatz für eingefleischte WWE-Fans ist, ist bestenfalls fraglich. Dafür könnte WWE 2K Battlegrounds auch außerhalb der üblichen Gewässer auf Fischfang gehen. Die Commandos-Reihe und im speziellen Commandos 2 waren zur Jahrtausendwende schlichtweg die Anlaufstelle für knackige Echtzeit-Taktik. Alte Genre-Fans werden vermutlich auch das inzwischen 17 Jahre alte Praetorians gespielt haben. Nun bringt Calypso beide Titel HD Remastered als Bundle heraus und hat sich dabei nicht nur um eine geschliffene Optik gekümmert. Sowohl Tutorials als auch Kampagnenmissionen wurden neu aufbereitet und mit angepasstem Controller-Support ausgestattet. Der Multiplayer-Modus von Praetorians ist ebenfalls mit an Bord. Eine Switch-Version wird im Winter folgen. Digital werden die beiden Spiele auch separat erhältlich sein. Die Irrungen und Wirrungen rund um den Release von Crisis Remastered haben ein Ende. Nach einer Verschiebung und einer Fehlmeldung seitens des Frankfurter Studios Crytek erscheint der Shooter aus dem Jahr 2007 für alle modernen Plattformen, für PC allerdings exklusiv im Epic Games Store. Grafisch war Crysis damals seiner Zeit voraus, aber auch inhaltlich galt sein Sandbox-Kampfsystem als durchaus visionär. Wir sind gespannt, wie die verbesserten Texturen und neuen Lichteffekte des Remastered mit heutigen Standards mithalten können. Ein Jahr nach seinem Japan-exklusiven Release erscheint 13 Sentinels Aegis Rim auch hierzulande. Der Genre-Mix in Anime-Verpackung vereint Elemente von Side-Scrolling-Adventures mit Echtzeit-Strategiekämpfen. Inhaltlich folgt ihr den Schicksalen einer Gruppe von Highschool-Schülern in einer fiktiven Version Japans der 80er Jahre, in der ein Krieg zwischen Mechs und außerirdischen Kaiju-Monstern entbrannt ist. Ursprünglich sollte 13 Sentinels Aegis Rim auch für PlayStation Vita erscheinen. Die Handheld-Version wurde allerdings nach Sonys Aufgabe der Hardware eingestellt. Ab dem 23. September ist der nächste Halt Unrailed. In diesem etwas anderen Zugspiel ist Chaos vorprogrammiert. Wie im offensichtlichen Vorbild Overcooked heißt es wahlweise online oder im Couch-Koop möglichst koordiniert vorzugehen, um eine Schienenstrecke durch endlose prozedurale Welten zu verlegen. Streckenteile müsst ihr allerdings erst in bester Minecraft-Manier aus gefundenen Ressourcen craften, während ihr den Kreaturen der Welt aus dem Weg geht. Und das während der Zug unaufhörlich weiterrollt. Entgleist die Bahn, ist das Spiel zu Ende. Panisches Geschrei dürfte hier so sicher sein wie eine Signalstörung. Ladet schon mal eure übergroßen Wummen durch, denn Ende September überrennen die Lakaien der Unterwelt die Erde. Serious Sam 4, entgegen der Namensgebung eigentlich ein Prequel zu Serious Sam 3 BFE, dürfte nichts von seiner brachialen Baller-Action und vor allem seinem schwarzen Humor verloren haben.
Das hat der letzte Trailer unmissverständlich klargestellt. Darin macht Sam selbst vor dem Vatikan nicht Halt. Den werdet ihr am Steuer eines leicht modifizierten Papamobils aufmischen und die gewaltigen Dämonenhorden auf dem Petersplatz zur letzten Salbung schicken. Und das dürfte noch längst nicht der Gipfel der Absurdität gewesen sein. Was für krankes Zeug haben wir da gerade gespielt? Fragten wir uns nach dem Spielen der Demo von Lust from Beyond. Das über Kickstarter finanzierte Erotik-Horror-Spiel ließ uns seinerzeit verstört und fasziniert zugleich zurück. Als Anhänger eines bizarren Kults rätselt ihr euch durch ein Anwesen, in dem die Verehrer einer Sexgottheit grausame Rituale veranstalten, um Zugang zu einer Paralleldimension der ewigen Fleischeslust zu erhalten. Lust from Beyond basiert, wie könnte es anders sein, auf den Fantasien von H.P. Lovecraft. Für nicht wenige ist Mafia eins der besten Gangsterspiele überhaupt. Mit Mafia Definitive Edition macht euch Hangar 13 ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Nebst rundum erneuerter Optik wurde das Remake von Tommys Geschichte zwischen den Fronten der Salieris und Morellos in Details auch inhaltlich und spielerisch abgeändert. Deckungs- und Stealth-Mechaniken waren in diesem Umfang anno 2002 noch kaum vorstellbar. Trotzdem scheint Hangar 13 mit der nötigen Umsicht an diesen heißgeliebten Klassiker herangegangen zu sein. Ist es anno 1800? Nein, ist es Port Royal 4. Trotz aller Ähnlichkeiten auf den ersten Blick wird sich die Port Royal-Reihe auch im vierten Anlauf ihren Ursprüngen treu und damit vorwiegend Wirtschafts-Stadtaufbausimulation bleiben. Und das, obwohl die Entwickler den riskanten Spagat zwischen diesem Anspruch und der Hoffnung, ein breiteres Publikum für das eher unzugängliche Genre zu begeistern, wagen. Denn Port Royal 4 legt einen größeren Fokus auf die erstmals rundenbasierten Seeschlachten und fischt damit in den Gewässern der Strategiefans. Ob dieses Kunststück gelingt? Return One-Way Trip ist ein 2D-Sidescroller mit zahlreichen Einflüssen, unter anderem aus Puzzle- und Horror-Games. Protagonistin und Schulabgängerin Saki ist mit ihren Freunden per Zug unterwegs, denn wer weiß, vielleicht sehen sie sich das letzte Mal zusammen, bevor sie das Leben als Erwachsene ereilt. Unglücklicherweise spukt es im Fortbewegungsmittel ihrer Wahl, und so ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass sich die fünf Freunde wirklich nie wiedersehen. Ob wirklich Gruselfeeling aufkommt, bleibt abzuwarten. Return erweckt in seinem putzigen Pixelstil nämlich einen ausgesprochen knuddeligen Charme. Eigentlich sollte Baldur's Gate 3 schon im August in den Early Access starten. Corona-bedingt mussten Fans der Rollenspielreihe aber einen Monat länger darauf warten, den Mindflayers nicht in die Tentakel zu gehen. In der frühen Version seid ihr in Avernus, der ersten der neun Höllen, gefangen an Bord eines Nautiloiden. Während eurer Flucht findet ihr euch mitten im apokalyptischen Blutkrieg wieder. Im Rahmen des Early Access werdet ihr den ersten von drei Akten mit fünf rekrutierbaren Charakteren spielen können. Mehr sollen folgen, so wie die Entwicklung voranschreitet.